Servus Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2 mit Uzoma. Hi. Ich habe jetzt Combo Minus ausgerüstet hier bei den Abilities, weil meine Combo dann immer ein Schlag weniger ist. Und so sollte ich den Sack bergauf bekommen. Ja, zumindest hoffen wir das. Wenn nicht, dann müssen wir halt noch mal ein bisschen was verändern. Das ist aber nicht das Problem. Was zum? Neustart. Ja, das kann ich eh Ich würde dir vergessen. empfehlen, sofort. Ich würde dir empfehlen, sofort. Aua! Super. Dumm. Was auch immer du jetzt gemacht hast. Mein Mikroständer steht so richtig schön im Weg, aber es gibt keinen anderen Ort, wo ich ihn hinstellen könnte. So, weiter. Ich hatte dir gerade gesagt, du solltest vielleicht sofort mit Luftkommen anfangen. Na dann. Boah. Ja, lass dich von dem Sack zermatschen. Nee, das kann ich knicken. Du sollst Dauerluftkombo machen, meinte ich damit. Boah. Ist vielleicht noch nicht genug. Ja. Wieder verkackt, Scheißteil. Ja, warte, am besten was. Los! Oh. Ja, jetzt ist er drin, wo ich den Controller nicht mehr in der Hand halte. Super. Mach mal beenden, wir rüsten auf. Kann ich nicht einfach ein Loch reinstechen, dann ist er nur mein leerer Sack und dann schmeiße ich ihn hoch. Ja, mach mal Abilities. Ja. Geh nach oben. Wir machen jetzt weg Folgenfähigkeit. Die ganzen Luftdinger, oder? Erstmal Deckungsbrecher. So, nach unten. So, noch weiter. Luftmeuchler weg. Das sollte erstmal reichen. Gut, Deckungsbrecher und Luftmeuchler. Danach wieder ausrüsten. Los! Ah, danke. Nächste, dann klappt. Gut, das heißt, diese eine Technik ist tatsächlich der Luftmeuchler, den ich so gern mag. Ah. Die dauert natürlich entsprechend lange. Deswegen haben wir sie jetzt weggemacht. So. Kannst du wieder reinmachen. Ups. Geht übrigens immer noch mit Dreieck schneller. Ja, ich vergesse irgendwie immer. Habe ich eigentlich noch irgendwas, was ich nutzen könnte? Ich glaube, das sollte passen. Ja, das den Ball so lange wie möglich in der Luft halten. Das könnte jetzt ein bisschen Übung erfordern.
Wo ist er? Ich weiß halt nicht, ob Luftmesser sich so gut dafür öffnet. Theoretisch könntest du das die ganze Zeit so machen, dass wir, wenn du das die ganze Zeit hinkriegst, dann wäre das ideal. Ich glaube, du brauchst 100. 100 Treffer? Ich glaube, mindestens. Leck mich, Spiel! Leck mich, Spiel! Das wird ewig dauern. Wenn du dir nicht sicher bist, du kannst ja beenden, wie viel du tatsächlich brauchst. Wie die Leute jetzt schon staunen. Ja, die staunen, glaube ich, alle 5 oder 10 Punkte. Eigentlich easy, aber ein Fehler und es ist alles vorbei. Beziehungsweise, ich habe ja gesagt, schon wegen bei Final Mix alle Bosse, aber eigentlich würde ich mir Final Mix bei dir einen Gold Run wünschen. Gold Run? Ja, es gibt eine Möglichkeit, dass du praktisch, wenn du das Spiel, wenn du bestimmte Bedingungen im Spiel erfüllst, dann kriegst du eine Krone. Und diese Krone ist erst Bronze, Silber und dann Gold. Je nachdem, ob du alle drei Bedingungen erfüllt hast. Dafür musst du nicht alle, Tagebucheinträge. So. Das müsstest du praktisch. Also 100% brauchst du dafür nicht. Du brauchst bloß. Du müsstest bloß ein paar Dinge machen, die in Final Mix nur drin. Und da ja lustig werden, irgendwelche krassen Bosse besiegen. Ja, das ist unter anderem mit. Dachte mir schon. Also ich sag mal gleich, Final Mix hat mehr Bosse, deutlich mehr. Dachte ich mir schon. Auch wieder irgendwelche neuen Disney-Figuren. Nee. Schade. Aber zum Glück bin ich so gut in Timing-Sachen. Ich überlege gerade, ich kann dir ja gleich nochmal sagen, wie viele Bosskämpfe mehr es gibt in Final Mix. 7. Einfach so in den Raum geworfen. Willst du raten, ja? Soll ich dir sagen, was mehr oder weniger sind? Nee, ich rate einfach 3 Zahlen und du sagst mehr oder weniger als 7. Okay, aber warte, ich muss es kurz erstmal durchrechnen. Und das mache ich hier schön gemütlich weiter. Okay, mit der Technik ist es wirklich scheiß einfach. Es war zu früh. Jetzt nicht verzählt habe, muss ich die Post dann zwar jetzt. So auf jeden Fall mehr. Mehr. Mhm. 20? Das ist genau. Das ist genau, genau 20. Mhm. Okay. Eigentlich habe ich die Zahl nur genommen, weil ich mir dachte, okay, das ist bestimmt zu viel, also irgendwas zwischen 7 und 20, aber genau 20 hätte ich nicht gedacht. Naja, sagen wir es mal so. Du hast ja die Organisation 13 kennengelernt. Mhm. Ich kann dich ja schon mal darauf vorbereiten, dass es von jedem dieser Kämpfe eine schwerere Version gibt. Mhm.
Gut, dass ich das auf PS3 mache, weil PS3-Controller habe ich zum Glück zwei. Da kann ich richtig, wenn ich sauer bin, mit dem einen gnadenlos umgehen. Falls ich wirklich irgendwie so einen Wutanfall bekomme. Was meinst du, wie lange soll ich das Bällchen hier noch quälen, bevor ich es fallen lasse? Also eigentlich müsste es schon reichen. Ich hätte jetzt gesagt, dass es maximal 150 sind. Kannst von mir aus bis 200 gehen, dann bist du auf der ganz sicheren Seite. Ja. Also im Ernst, wenn das so weitergeht, lasse ich das Bällchen nie mehr wieder fallen. Das wäre eigentlich ein geiler Guinness-Buch der Rekorde-Versuch. Ich glaube nicht, dass du damit ein Guinness-Buch der Rekorde Eintrag. Naja, das zwar nicht, aber ich stelle mir immer irgendwelche kranken Leute, die schon mal sonst welche Rekorde gebrochen haben. Längste Zeit wach sein und so. Wobei, in meiner Kindheit hätte ich den Rekord sogar überbieten können. Aber heutzutage schaffe ich es nicht mehr. Da merkt man, dass man alt wird. Das ist das Traurige an der Sache. Oh, wo ist das Bällchen denn? Ja, zack. Oh. Ich habe keine Kräfte mehr wegen dem, was ich gerade gemacht habe. Oh. So 200, das sollte jetzt wohl noch die Marke geknackt haben. Auf einmal steht da 500. Nein! Ballen jonglieren. 100 nur! Plakatpflichten. Wie Plakatpflichten? Das habe ich doch gerade gemacht. Oh, so kann man das auch. Plakatpflichten ist ein anderes Minispiel. So. Kannst du mal mit der Frau hier reden? Hinter dir? Was, mit der Robbe? Die da? Der Frau. Ich hab Robbe verstanden. Ja, von mir aus. Kannst du mal mit der Robbe reden? Okay, oh, oh. Ja, nicht schon wieder. Ja, auch hier musst du es einmal machen. Achso, ich brauche eine krasse Punktzahl. La la la. Nein! Normal, das zählt nicht. Einfach irgendwas drücken, einfach. Sag mal, wie viel Zeit hat man denn überhaupt? Das ist doch. Ach so, nee, Moment, ich glaube, ich weiß schon, man darf den Boden nicht berühren. Ja. Das ist das Spielchen, das mir nicht so gefällt. Nein! Willst du einen Tipp? Ich wusste nicht mehr weiter. Erstmal gucken, wie viele Punkte ich hier brauche und danach sage ich, ob ja oder nein. Ja, ich drücke. Oh, das war Street Grind.
Gut, ich brauche keinen Tipp, aber gut, du kannst dir ja trotzdem mal sagen. Nur für den Fall, dass irgendwelche Leute hier zugucken und damit nicht weiterkommen. Ja, das Einfachste ist, wenn du praktisch dich an zum Beispiel so einer Planke einmal mit Dreieck bewegst, bis du in die Luft springst automatisch und dann halt die ganze Zeit irgendwie Viereck oder X halt mesht und in der Luft praktisch so lange wie möglich bleibst dadurch. Weil du dann einmal, oder Kreis, ich weiß nicht, auf Bein. Auf jeden Fall gibt es eine Attacke, wo du halt haufenweise Luft-Moves machst und damit länger in der Luft bleibst und dann machst du halt ordentliche Punkte. Und wenn du halt auf dem Boden bist, dann fängst du nochmal von vorne an. Ganze. Kann es sein, dass die beiden Dinger hier neu sind? Kann schon sein, aber ich würde es mir nicht kaufen. Wieso nicht? Bist du noch gekriegt. Apropos, wir haben doch noch was bekommen. 100% kriegst du auf jeden Fall noch besser. Lebt den Trigger wieder, wenn er K.O. gegangen ist und stellt viele seiner... Sehe ich das richtig? Das Teil ist stärker als meins? Ja. Zeig her dein Schild! Dann halt nicht. Oh, übrigens, da sind die nächsten Aufgaben. Und da links sind die nächsten Aufgaben. Jetzt rechts. Jetzt wieder links. Also geradeaus. Er sagt das so gleich. Nee, du hast ja zum Mokri geklickt. Geradeaus wäre zum Mokri gewesen. Schnell laufen und Poster an der richtigen Stelle aufhängen kann. Ja, von mir aus. Das ist ja schwer. Danke, dass du es jetzt sagst. Egal. Eine Fläche für mehr als ein Plakat reicht. Drücke Dreieck schnell hintereinander. Okay. Ich glaube, ich weiß schon, was gemeint ist. Die Dinger da, oder? Ah. Guck mich erstmal um. Viele Plakate mit 20. Alles klar. Wenn ich darüber nachdenke, kannst du es glaube ich sogar noch gar nicht schaffen. Da oben. Was, weil ich einen Doppelsprung brauche? Weil du allgemein die Fähigkeiten von den Formen noch gebrauchen kannst. Egal, ich gucke erstmal, wo ihr ganz... Oh Gott, da oben. Da ist eins, da ist eins. Das sind noch die zwei da oben, dann das eine, was zuerst auf der anderen Seite war. Und das da. Okay. Oh. Habe ich mich verguckt? Entweder regnet es draußen gerade oder es schneit. Und ich hoffe, es schneit nicht. Pff. Wollt ihr mich verarschen? Das klappt doch nie! Tja, deswegen sage ich, brauchst du wahrscheinlich die Formfähigkeit. 30 Sekunden am Arsch. Entledige dich der Beam. Mit dem Stehenbleiben greif es an. Ich habe diesen Move wieder ich ausgerüstet, oder? Welchen? Ah, doch. Ja, diesen Luftschlitzer da. Doch, ja, ausgerüstet. Jetzt
12 Sekunden. Machst du jetzt? Nix, ich habe mir das nachgeguckt. Und mir kam so vor, als ob ich dieses Combo Minus noch anhatte. Nach dem Müll schlägst, schleißt er auf andere Müllhaufen. Ja, und wo ist das, wo ich stapeln muss alles? Du sollst nicht stapeln, du sollst das mit der Combo kaputt machen. Ach so. Oh, schön. So, die drei die letzten. Ich habe so lang gebraucht. Da gar kein Timer da. Ja, aber die Schläge. Nochmal. Ja. Siehst du, es sieht schon viel besser aus. Außer ich klopfe die ganze Zeit was gegen mein Fenster. Ich glaube, es stürmt gerade richtig. Hoffentlich nicht. Wenn es stürmt, dann wackelt das Internet immer hin und her. Ja, 30 Sekunden. Bienenjäger, 10 Sekunden. Na. Egal. Das schaffe ich. Okay, ich muss etwa 2 Sekunden schneller sein als so ein Haufen Insekten. Oh, bin ich schlecht. Hallo. Oh, da hinten sind neue. Oh. Ja, das will ich. Naja, eigentlich ganz. Ich will... Was war denn das gerade für eine schlechte Runde? Tja. Ihr Scheißviecher. Kann sein, dass die immer wieder neu kommen, wenn ich sie nicht besiege innerhalb einer Zeit. Nein. Es kommen bloß mehrere Wellen. Und warum habe ich die gerade eben so schnell besiegt? So gut getroffen ist. Ich glaube, das war ein Glücksrun gerade. Dafür gibt es natürlich einen Trick. Feuer. Eher markiert. Stimmt. Blitz, Reflekt. Immer mit deinen Magneten, so. So. Mistviecher. War trotzdem ziemlich knapp bei dir. Aber immerhin. Danke, reib mir noch eins rein. Das mit den 30 Sekunden kann ich knicken.
Müllentsorger mit weniger als 6 Schlägen? Mhm. Würde ich auch für später aufheben. Struggle, nein, Struggle Turnier. Ja, das müsstest du auch noch. Wo ging es denn da nochmal hin? Nicht das Spannendste. Hm. Diese ganze 100% Rumsuckerei ist nicht das Spannendste. Links. Ich wollte irgendwie komplett mit dem Weg gehen gerade. Da. Ja. Du musst nicht mit dem reden. Damit? Warte mal, bevor du. Ja, theoretisch schon, aber mach erstmal nein. Der ausrüst ja, mit irgendwas. Guck mal, nee, guck mal. Guck. Guck wo nach? Nach links. Ich hab's gerade nicht verstanden, es war abgehackt. Guck mal auf die Tafel, ich weiß gerade nicht, Kampf ergeben. Ja, genau. Okay, du hast 3 Siege, alles klar. Das heißt, du musst Heino noch 7-mal besiegen. Oh. Mhm. Kannst du jetzt so zu der Tafel gehen und anfangen? Und wie soll ich das offscreen machen? Ja, draußen stürmt's immer mehr. Vielleicht habe ich dich deswegen teilweise so abgehackt. Du hast null Chance, Freundchen. Und so einer wie du schimpft sich Kämpfer? Mittlerweile solltest du ihm so viele Punkte abziehen, dass es, wenn du es gut machst oder gewinnen kannst, bevor überhaupt die Zeit abläuft. Muss ja bloß die Punkte alle sammeln, er hat keine Punkte gerade. Ich bringe einfach seine Lebenskraft komplett auf Null. Dann ist er nicht tot, dann ist er nur betäubt. Ist wow. Einfach schneller, wenn du die ganzen Punkte einsammelst. Also 200 Energy Deck. So. Das jetzt noch ein paar Mal. Hm. Hättest du direkt auf einen Versuch gehen. So, das zählt. Ja, natürlich. Das kann ich ja nicht wissen. Ich habe das Spiel nicht schon mal gespielt wie du. Oh, guck, was ich mit dem mache. Der kann einem fast leid tun. Der hat so null Chance. Da gibt er mir einen Arschtritt. Den Tritt kriegst du zurück. Nach diesem Stoß immer noch deine Explosion rausmachen, wenn der F verweitert. Oh. Der wehrt ab. Du Deibel. Das ist auch bestimmt einer dieser Final Fantasy Figuren. Ich glaube, das ist Kingdom Hearts Figur. Ja, ich habe ja auch noch nie Kingdom Hearts, noch nie Final Fantasy gespielt. Ich zwar schon, aber nicht jedes. Hau ab! Ja, ich habe schon andere Gegner als dich platt gemacht. Das gehört mir, das gehört mir. Du verlieren konntest, du bist einfach schlecht. Alles meins, alles meins. Ah, meine Drive-Leiste hat einen weiteren Punkt bekommen. Schön. Werde ich in Zukunft auch irgendwann mal brauchen. Hm.
Spätestens wenn ich die Leiste offscreen leveln will. Du Deibel. So, ich guck jetzt mal, ob sich da echt was ändert. Noch dreimal. Ja, gut. Ich will ihn alle machen. So, die anderen paar Male davor willst du es mir zeigen? Du kannst da nicht leid tun. Ich schaff's doch, die fertig zu machen. Der eine Schlag. So. Ich werde da jetzt die volle Packung bekommen. Oh, er hat noch eins. So. Ich glaube, ich nehme ihm erstmal all seine Hoffnung weg. Nicht so, als ob er jemals Hoffnung gehabt hätte, aber... So. So, dann kommt jetzt das letzte Mal. So, ich glaube, ich brauche ihn nicht foltern. So, und jetzt Setzer. Danach noch Seife. Oh. Jetzt gegen die beiden auch jeweils 10 Mal. Gegen Setzer musst du 10 Mal machen, ja. Aber gegen Seife brauchst du theoretisch nur 1 Mal. Na gut. Brauchst halt 10 Mal, um die nächsten freizuschalten. Ach so. Das Leben ist ein Spiel und ich setze. Was du setzt, ist mir egal. Fürchtest du dich vor mir? Elende Schmalzlocke. Liegt die noch nicht? Oh, doch, da. Schade, dass das nicht auch so ein Loser sein kann. So doch eigentlich. Ein Bällchen hat er aber noch. So. Verpiss dich! Hat dafür super wenig HP. Der hier? Oh. Ja, meine Bälle in Ruhe. Alter, nicht, dass es halt was bringt, die komplett zu besiegen, als hätte bloß betäubt und kurz gehört. Lang gehen. Das hätte ich früher einsammeln sollen. Ich würde ihm nur seine schöne Frisur versauen. Er hat bestimmt noch nicht alle verloren. Er hätte schon ein paar eingesammelt.
siehst du doch rechts oben. Wie viele? Ich dachte, das sind die, die ich noch einsammeln muss. Nee. Die, die rechts oben sind, sind die, die er hat. Die links oben sind, sind die, die du hast. Und die, die rumliegen, werden nicht angezeigt, wie sie sind. Das ist natürlich also die Differenz. Dann. Ich dachte, die ganze Zeit rechts oben werden die angezeigt, die ich noch einsammeln muss. Ja, du mit deinen zwei Bällchen da. Du bist das Letzte, was er hat, ja. So. So, jetzt sollte das vierte Mal gegen ihn sein, glaube ich. Ich zähle mit, können wir. Dass ich in zu viele Bälle mit einer Combo abziehe. Ja, deine Luftkombo ist ziemlich gut, was das Abziehen dieser Bällchen. Ich denke, die Explosion wird auch reinhauen, aber du müsstest halt benutzen. Ja. Ich habe sie abgewählt, nicht wahr? Nee, eigentlich nicht. Du musst halt bloß nach dem Stoß in deiner Bodenkombo noch ein weiteres Mal X. Mach ich doch hier so die ganze Zeit, oder ist das was Falsches? Na, mach doch mal eine Bodenkombo. X, 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 X und nochmal X. Ja, mach ich doch. Machst du? Vielleicht habe ich es ausgemacht. Vielleicht hast du es wirklich ausgemacht, ja. Egal, ich mach den Typ noch ein paar Mal platt. Hier brauche ich die Explosion ja nicht. Hm. Das Leben ist ein Spiel. Ich setze. Zum Glück werden diese 100% Parts hier längere Parts. Hau ab von mir. Willst du eigentlich dann das nächste Kingdom Hearts direkt starten, oder? Nein. Hau ab! Mir persönlich wäre es ja lieber, wenn ich's... Also da. Wenn ich's nicht über Emulator machen müsste. Wenn du irgendwie sinnkriegst, mit einem Nintendo DS aufzunehmen? Ja, leider nicht. Tja, dann machst du lieber Emulator. Deswegen hoffe ich ja eigentlich, dass es das irgendwie auf PS4 oder so gibt. Da gibt's besteht die ja. Nicht! Nein, sag dir doch, das sind nur Filme. Gibt kein Remake davon. Ich dachte, auf dem 2.8 ist ein Remake. Nein. Das ist kacke. Du wirst auf Emulator zurückgreifen müssen, wenn du es spielen willst. Wenn du es nicht spielen willst und dir die Filme reichen, dann reicht es auch, wenn du einfach nur die Filme anschaust. Aber ich würde dir halt meiner Meinung nach empfehlen, spielen. Ich habe sie zumindest alle bis jetzt gespielt. Egal, schauen wir. Ich wollte Halo 1 ja auch irgendwann mal machen. Weil da Schmacki es jetzt zu Ende Let's Played hat und ich jetzt sowieso ganz gut kennen sollte, will ich es jetzt auch mal spielen. Damit ich auch irgendwann mal mich problemlos an Halo 4 setzen kann. Da bin ich auch nicht so sonderlich gut darin. Du Typ siehst aus, als ob du irgendwie so aus Yu-Gi-Oh! Entsprungen wärst. So Darts oder so. Das Leben ist ein Spiel und ich setze auf. Hau ab!
Wie spannend. Ja, die Struggle-Kämpfe sind super, super spannend. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Nett, fordere die Zimmer heraus. Uns wenigstens nur fünfmal wählen. Eigentlich würde ich schon dreimal erreichen. Oh, der hat gar keine Bällchen mehr. Ist schon. Doch, jetzt hat er. Ups. Das wollte ich jetzt gar nicht, aber egal. Wie oft muss ich ihn denn noch umklatschen? Wenn ich mich nicht verzählt habe, einmal. Wenn ich mich verzählt habe, zweimal. Nein, ich hätte... Na, egal. Ich hätte eine krasse Luftkombo. Nach dem Versuch kannst du auf jeden Fall mal nachgucken, ob der... Hätte ich wahrscheinlich eh... Ich hätte jetzt eine krasse Luftkombo starten können, aber nein. So. Voll in den Nacken. Gewonnen. Ups. Egal. Hat eine Bonusniederlage einstecken müssen. Mhm. So, auf die Knie, was bist denn du für einer? Sag das deiner Domina, aber nicht mir. Ja, und ich weiß, eigentlich müsste er eher auf die Knie gehen. Gegen Domina. Oh, Yami Yogi. Ist ein Zufall, dass ich mir heute Yu-Gi-Oh! Gerade wieder angesehen habe. Ein paar Folgen. Deswegen weiß ich, dass du dieselbe Stimme hast. Ich müsste mich schon sehr irren. Das ist dieselbe Stimme. Ja. Das ist wieder eine dieser Stimmen, die man sofort erkennt. So. Sollte es gewesen. Kannst du mal im Tagebuch nachgucken? 0 Niederlagen, jetzt habe ich es euch gegeben. Das ist Sekunden, weniger 6 Schläge. Ja, alles euch. Alles euch. Sephiroth. Ja, gut, also wie gesagt, die restlichen Twilight-Town-Dinger würde ich erstmal später machen. Die einzige, was ich noch machen könnte, ist jetzt die Kiste holen. Welche? Im Herrenhaus. Achso, die, ja. Okay, Ackerbau muss ich auch verschieben. Gut, dann fehlt mir eigentlich nur mehr Port Royal. Danach müsste ich leveln. Naja, und Kisten halt. Ja. Die kann ich auch aufs schon gelevelt zurückschieben. Ist doch auch ein Pointer. Hm? Ja. Ja, so ein Teleport. Ja. Ich will nicht mit mir mit dir reden, weg. Ich meine, ich kann mich sowieso ins Herrenhaus porten und ja, das weiß ich, weil das habe ich schon gemacht. Ja. In dieses weiße Zimmer oder wie es heißt. Ich habe doch im Herrenhaus vor kurzem nachgeguckt. Ich sollte da eigentlich alles haben. Müsste mich schon sehr irren. Wir gucken einfach besser nochmal nach. Im weißen Zimmer ist, glaube ich, keine Kiste. Ups. Ja, jetzt weiß ich wenigstens, dass ich diese komische Explosion ausgemacht habe. Mache ich sie gleich mal wieder an. Also.
Nee, sie ist an. Hast du sie offensichtlich benutzt? Hast du auf den sich doch nicht richtig gedrückt. Egal, kommt jetzt wahrscheinlich eh. Ja, genau. Ah, jetzt habe ich es angesetzt. Warum ging es vorhin nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man in diesem Kampf keine Abilities nutzen. Doch, das könntest du ja in die Luft. Ja. Hast du schon in den Raum da unten geguckt? Ob da die Kiste vielleicht? Den rechts da, ja, da habe ich schon nachgeguckt. Den da hinten. Muss sogar in einem Part gewesen sein, den du nicht gesehen hast, weil da war da was, die Kiste. Danke. Naja, und da drin war auch zwei Dinger. Ja, mach die mal. Okay. Naja, dann kann sie. Dann geh mal Richtung Computerraum. Ich nehme mal an, hier bin ich richtig. Sieh hier schon in dem Raum alles? Kiste. Mit deinem langen Bein. Ich verschone euch, also lasst mich in Ruhe, sonst meuchel ich euch. Kannst du da hinten rein? Nee. Keine Ahnung. Killerraum, ja, kann ich. Ich will nur mal diese letzte Kiste finden, dann ist der Part eh schon zu Ende. Geht eh schon wieder fast 50 Minuten. Aha, da war es noch nicht drin, okay. Alles klar. Oh. Ach ja, ich erinnere mich. Ja, die Kiste hast du damals nicht mehr gehabt, weil du gestorben bist, nicht? Oder so. Weil ich gestorben bin? Glaube ich, bin mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall fehlt die Bienen. Diese Viecher nicht gleich abhauen, dann vergesse ich mich. Das sind übrigens die Demix, nicht meine. Ultima Formel. Wieder so eine Formel für die Mogris, nehme ich an. Könntet ihr aufhören, mich anzupacken? Lass dich nicht von denen erwischen. Sexuelle Belästigung hier am Arbeitsplatz. So, und hier war der Raum, in dem ich gepennt habe, oder? Ja. Mhm. Überhaupt kein grelles Licht oder so, nein. Gut, gut, dann hast du alle Kisten hier gefunden in diesem. In dieser Welt. Gut. Da kann ich jetzt morgen oder so irgendwann offscreen leveln. Warum morgen? Weil ich jetzt zu müde dafür bin. Jetzt bist du schon zu müde, okay. Ja, ich habe doch gesagt, dass sich mein Schlafrhythmus verstellt hat. Ich dachte, du wolltest länger machen. Geht aber leider nicht. Den kann ich nicht von einem auf anderen Tag ausmachen. Dafür werde ich wahrscheinlich eh wieder um 4 Uhr morgens aufwachen. Ja, bloß beim Leveln brauchst du ja auch Informationen. Ich level einfach mal. Wenn ich Informationen brauche, dann werde ich schon irgendwie drankommen. Durch dich. Ja gut, 50 Minuten fast der Part. Das war Kingdom Hearts 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich. Ciao.